Einen schönen guten Morgen. So kann es doch beginnen, oder? Schiebe Tür auf und schon sieht's gut aus. Wir haben jetzt gerade 6.34 Uhr, wie ihr vielleicht sehen könnt. 10,9 Grad. Und es sieht schon ganz toll aus. Gut geschlafen habe ich auch. War ein herrlicher Platz hier. Und werde jetzt erstmal losgehen und ein bisschen Käse und Aufschnitt holen zum Frühstücken. Und dann den Tag ganz entspannt beginnen. Ja, wie ihr sehen könnt, war ich jetzt einkaufen. Habe mir so ein Päckchen Salami geholt. Gute 100 Gramm. 100 Gramm Tilsiter dabei. Das glutenfreie Sonnenblumenkernbrot, das habe ich ja sowieso immer mit. Hier ist mein Nescafé. Und zwar dieser. Und hier kocht gerade mein Wasser. Das kann ich auch direkt ausmachen, sehe ich gerade. So. Gleich wieder entriegeln. Ja, ist definitiv heiß. Das gieße ich mir jetzt auf und werde mir erstmal den Kaffee gönnen, weil es draußen doch noch recht frisch ist. Ich bin jetzt gerade knapp 5 Kilometer mit dem Rad schon gefahren zu dem Supermarkt, noch eine kleine Runde über der Promenade gedreht da hinten und wieder zurück. Und es ist noch sehr diesig, aber die Sonne ist schon sehr kräftig, also nur noch im Nebel. Deswegen warte ich einfach noch, bis ich schön gefrühstückt habe, räume die Hütte eben wieder auf hier und dann geht's los. Ja, guten Morgen nochmal. Also, meine Tour ist jetzt gestartet. Ich fahre grob erstmal Richtung dem Ort Grömitz zur Seeuferbrücke. Und von da aus dann weiter grob Richtung Neustadt. Ich hatte bei AutoActive mal so eine Route rausgesucht, um mich zu orientieren. Werde die aber nicht 1:1 nachfahren, sondern nur so als Anhaltspunkte nehmen. Zur besseren Orientierung. Ansonsten ist es so, ich habe jetzt noch so eine dünne Fließjacke an hier. So ein dünnes Teilchen, weil es noch ein bisschen frisch ist, aber es reicht schon für kurze Hose. Das Einzige, was kühl ist, der Fahrtwind. Also halte ich mich mal so knapp unter 15 km/h, weil es ja schließlich auch eine Genusstour wird. Andere da vorne sind auf dem Weg zur Schule. Und ich bin jetzt hier so gegen 9 unterwegs ins Blaue. Das ist der erste Blick am Strand, hier an der Seebrücke in Grömitz selber. Die ist leider gesperrt, deswegen bin ich mal hier zur Seite gegangen, damit man sie wenigstens so komplett sieht. Wegen Bauarbeiten gesperrt. Es ist noch ein bisschen diesig auf dem Meer, aber wie ihr hier vor mir seht, die Sonne ist schon recht kräftig da. Und viel los ist auch noch nicht. Leider darf man hier kein Fahrrad fahren, das hatte ich ja gestern schon mal erwähnt. Deswegen werde ich wieder dort hinten auf dem Wall fahren und nicht direkt hier an der Promenade. Aber an der Promenade gibt es ja auch nicht ganz so viel zu sehen, außer die üblichen Geschäfte. Aber es ist klasse, wie glatt das Wasser ist. Man hört nur ein paar Möwen und dieser besondere Duft hier. Grömitz an sich selber ist natürlich sehr touristisch geprägt, was die ganzen Bettenburgen hier angeht. Aber wenigstens hat es noch so ein bisschen Charme aufgrund der ganzen Grünanlagen und das auch nur in erster Reihe, dass hier so bebaut ist, sobald man ein bisschen Richtung Oststrand kommt, wo ich mich ja dann auch nachts befinde. Nennen wir es mal Basis habe, wo ich meine Basis habe. Da ist es schon wieder ganz angenehm. Da sind so 2-3 Kurhäuser. Aber das war's dann auch. Mittlerweile geht auch der offizielle Radweg
direkt am Strand her. Ist das klasse, Leute. Hier kommt gleich der Yachthafen. Da schon zu sehen. Hier ist wieder so ein Volleyballfeld. Da vorne war auch schon ein Kunstrasenplatz für Fußballspiele. Zwar so ein Kleinspielfeld, aber immerhin. Und alle 200 Meter öffentliche Toiletten. Und hier beginnt der Yachthafen. Also die Hafenanlage hier ist wirklich sehr schön angelegt. Und das Ganze grenzt hier an einen, ich würde sagen, Naturstrand an. Ich gehe da gerade mal ein paar Schritte rüber. Muss auch mal schauen, wo ich da mit dem Rad weiterkomme. Das wird ja wohl nicht der Weg da hoch sein. Naja, sehe ich gleich. Ja, super schön. Hier kann man sogar einmal rumgehen. Willkommen auf dem Südmolensteg. Radfahren nicht gestattet und füttern Sie keine Seevögel. Ja gut, beides gerade nicht vor. Das Wasser ist für so ein Hafenbecken relativ klar. Und wenn man hier so rumgeht, hat man wiederum den freien Blick auf die Ostsee, wenn der Morgendunst denn mal verflogen ist. Ich glaube, hier komme ich in der Mittagszeit nochmal hin. Hier, das ist direkt neben dem Yachthafen, beziehungsweise wo der Yachthafen endet. Und das finde ich persönlich sogar noch schöner. Das ist nicht klasse. Ich werde mich hier erstmal ein bisschen hinsetzen. Was mir auch schon öfter aufgefallen ist jetzt, es sind überall so kleine Grillplätze hier. Also die kann man wohl auch kostenlos nutzen. So wie hier sind dann noch zwei, passend die Tische dazu. Das gleiche habe ich auch gesehen, wenn man in die andere Richtung fährt. An den Spielplätzen, dann das Ganze ein bisschen in kleiner. Also wirklich sehr schön, was hier so für den Tourismus gemacht wird. Ich meine, die leben ja auch davon, ne? Aber es ist halt vernünftig umgesetzt. Jetzt bin ich hier oberhalb der Küste. Da unten fließt ein Bach runter Richtung Meer. Ich hoffe, man konnte das erkennen. Ups, der Weg ist ein bisschen uneben hier. Aber das sollte nichts machen. Landschaftlich kann man weit gucken. Es geht durchgehend bergauf, bergab. Meint man gar nicht an der Küste, ne? Aber ist so. Und hier hat man jetzt gleich einen Blick nach unten. Richtung Meer. Also das ist echt klasse. Da hinten ist so ein Segelboot in diesem Dunst zu sehen. Wirkt unheimlich schön. Hier der Rabe vor mir, der sich gerade mal in die Tiefen stürzt. Und hier diese Kante. Ich halte mal kurz an. Da muss ich jetzt das Filmen gerade mal kurz aufhören. Ich will da nicht ganz so nah dran gehen, weil man sieht hier schön, das bricht auch vorne. Ich hoffe, man erkennt nachher auf dem Bildschirm, wie klar das Wasser ist. Sieht aus, als wenn da so Korallenriffe wären. Sind es nicht, ist mir schon klar. Aber so vom Farbspiel her, Weltklasse.
Die einzelnen Möwen, die hier fliegen, wie gesagt, die Schiffe da im Horizont, erkennt man auch irgendwas Größeres in der Mitte. Ich kann es aber nicht deuten, was es ist. Und das geht da so weiter. Alles richtig gemacht. Ich habe gerade so das Gefühl, ich fahre mitten durch den Wald. Ist aber nicht. Auf der anderen Seite ist direkt das Meer. Aber das Ganze ist hier eher wie so ein Single Trail angelegt. Und moin. Mal auch schlammig und sehr wurzelig, aber trotzdem super zu fahren. Und dann sind so wie hier so kleine Zuwege zum Meer wieder runter, also an die Küste. Und das ganze Wasser, was sich hier in den Wäldern und Feldern sammelt, wird so runtergeleitet. Ist das toll? Aber es gibt schon schöne Fleckchen Erde hier. Das ist das, was ich gerade meinte mit Single Trails. Also man kommt jetzt hier diesen Weg runter und er geht im Grunde da weiter und dann, ihr seht es gegenüberliegend, wieder hoch auf den Weg. Man kann das Ganze auch umfahren, aber das ist nichts. Da muss man rum. Nachdem mein schöner Weg an der Küste abrupt endete, weil ein Campingplatzbetreiber dort einen Durchgang verboten Schild hingestellt hat und so ein Drängelgitter, dass man mit Fahrrad gar nicht durchkommt, waren die ersten 20 Kilometer umsonst. So. Ich habe jetzt mal einfach auf der Karte geschaut, hier so Radwegesystem. Und fahr mal so ein bisschen über Land, weil letztendlich geht es mehr ums Fahren. Klar, an der Küste selber wesentlich schöner als hier. Aber mal schauen, was dann noch kommt. Da spricht mir doch mal einer aus der Seele. So kann man natürlich mit dem illegal entsorgten Müll auch umgehen. Du Umweltsau, lass es sein, irgendwann erwische ich dich. Finde ich sehr schön. Ist nur schade, dass man die Leute trotzdem fast nie erwischt. Das musste ich euch eben zeigen. Jetzt geht's so richtig über Land. Wo auch nicht mehr alles schön sein muss, sondern nur funktionell. So wie es auf dem Land halt ist manchmal. Aber ist auf jeden Fall schöner, als an den Straßen zu fahren. Oder an den Hauptstraßen, sagen wir es mal so. Jetzt geht's weiter Richtung Bliesdorf. Hier am Wegesrand sieht man ja so den ein oder anderen Findling. An der Küste natürlich auch schöne Stein- und Felsformationen. Aber das hier ist ja wohl mal ein super Findling, oder? Dort kann man die Küste sehen, wo der Acker aufhört, direkt hinter diesen schönen Bäumen. Auf der Seite ein schöner Teich, der zu diesem Riesengutshof gehört. Die wohnen schon nicht schlecht hier. Ist das nicht ein schön gemauerter Durchfluss? Also landschaftlich hat das hier einiges zu bieten. Gerade wenn man so ins Hinterland fährt und versucht, die Hauptstraßen zu meiden. Aber das machen wir als Radfahrer ja eigentlich generell. So, jetzt muss ich... Stopp, da muss ich abbiegen. Aber, ach, ich fahre eben noch bis da vorne hin, wo das Schild Brodau steht.
nochmal so eine Frontalansicht von dem Gebäude hier zu haben. Sehr schön. Das erste, wenn man Neustadt reinkommt, ist im Hintergrund dieser Turm zu sehen. Nicht gerade schön, so der erste Eindruck. Aber wir wollen ja nicht zu schnell ein Urteil fällen. Daher fahre ich erstmal weiter runter hier den Strandweg und schau noch, was da kommt. Ich hoffe, mit den Windgeräuschen das geht. Aber da kann ja jeder seine eigene Meinung zu haben. Jetzt geht's erstmal hier an den Strand wieder. Wie immer und überall, das Mitführen von Fahrrädern und das Radfahren ist verboten. Also lasse ich Monty mal wieder hier stehen und gehe mal hier diesen kleinen Steg Richtung Strand. Und zur Aussicht sage ich diesmal gar nicht viel. Genießt es einfach. Moin. Ist das nicht schön? Am liebsten reinspringen. Also hier dieser Küstenradweg jetzt nach Neustadt selber, der ist klasse. Direkt hier am Strand lang immer mal wieder so ein kleines Bowlfeld, ein Basketballfeld. Möglichkeiten, seine Fahrräder hier anzuketten. Die ein oder andere Steinskulptur. Also wirklich schön was gemacht. Und natürlich jede Menge Rastplätze, ne? Und dieser potthässliche Turm. Ich komme da irgendwie nicht drüber weg. Ich weiß nicht, wie man sowas hier mitten in die Landschaft setzen kann, auch wenn es gleichzeitig irgendwie Aussichtsturm sein soll oder sowas in der Art. Nee, das gehört hier so nicht hin. Und wenn, hätte man es schöner machen können. Irgendwie verkleiden mit, weiß ich auch nicht. Da vorne kommt ein anderer Turm. Der ist ein bisschen verkleidet mit grünem Holz und sieht gleich wesentlich angenehmer aus als das komische Ding hier. Sowas finde ich auch immer recht beeindruckend. Ich versuche das Ganze mal ranzuzoomen. Vielleicht komme ich auch noch mal näher ran. Das weiß ich jetzt allerdings noch nicht. So, sonst verwackelt es wahrscheinlich vollkommen. Ich sehe nicht großartig was wegen der Sonnenspiegelung hier. Aber ihr werdet es erkennen können. Irgend so ein Schiff von der Marine. Hier rechts neben mir ist der Leuchtturm von 1936. Mit dem Leuchtturmwärterhaus nehme ich mal an. Und man hörte gerade da von dem Schiff kommend Kommandos, die angesagt wurden. Ich glaube, gleich sieht man es noch mal besser. Hier ist es jetzt noch mal richtig zu sehen. Das scheint auch da zu stehen oder zu liegen, heißt es ja. Und man hört eindeutig die Kommandos, die sich da zugebrüllt werden.
Jetzt bin ich mittlerweile im Ortsteil Pelzerhaken, direkt vor Neustadt. Und von hier aus geht es nur so durch Wohngebiete und direkt in der Stadt wollte ich eh nicht. Daher werde ich hier schon mal einen Schnitt machen. Da ist die Seebrücke nochmal zu sehen mit den ganzen Möwen. Und ich werde von hier aus mal einen Haken schlagen mit der Tour. Und mal sehen, wo es herführt. Wisst ihr, was bei diesen Radtouren auch immer noch gut ist? Ich habe ja hier diesen USB-Lader von Chemo. So ein ganz günstiges Ding, wer es noch nicht weiß. Und damit lade ich während der Radtour immer meine Powerbank. Und somit ist die Stromversorgung jeden Tag aufs Neue gesichert. Sogar für alles, was ich sonst noch so brauche. Fürs Handy, fürs Navi, für die Kameraakkus. Das ist ganz gut. Das ist eine 20.000er Powerbank. Ich nehme die natürlich voll mit. Aber alles Weitere lädt die jeden Tag hier am Fahrrad wieder auf. Und das funktioniert echt gut. Also die letzten 5 Kilometer bis Grömitz geht es jetzt über diese Bundesstraße oder Landstraße, ich weiß es gar nicht genau, ich glaube eine Landstraße. Und dann wird es erstmal Zeit für Mittagessen. Ich hatte eigentlich vor, mir wieder Spaghetti Bolognese oder sowas zu machen. Aber mal eben beim Supermarkt anhalten und nach den Zutaten schauen. Und dann sehen wir uns gleich am Bulli wieder. Ja, es sind jetzt 51 Kilometer. War eine ganz anständige Runde. Und für den Nachmittag entscheide ich mich nach dem Essen. Oh schön, da vorne kommt so eine Geschwindigkeitsmessanlage. Jetzt schauen wir mal, 25 auf dem Tacho, 24 hier, ja, das passt ja so halbwegs. Und da ist das schöne Ortseingangsschild von Grömitz. Habe ich gestern noch gedacht, das fand ich eigentlich recht toll. Erstmal Kamera aus. Wie ihr vielleicht sehen könnt, bin ich jetzt am Essen. Ich habe mir hier so einen Hühnersalat oder wie hieß der genau? Geflügelsalat. Fertig geholt aus der Kühlung. Ein paar Bockwürstchen dabei. War ganz schön anstrengend. Waren jetzt nur 55 Kilometer. Aber irgendwie bin ich so ein bisschen entkräftet. Ich weiß auch nicht warum. Naja, auf jeden Fall lasse ich mir das jetzt gut schmecken. Werde den Rest des Nachmittags mich an den Strand setzen und ja, die Seele baumeln lassen. Es ist schon 2:30 und ich werde einfach das Wetter genießen und das Meer und ja, den Tag so ausklingen lassen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Macht's gut, euer Markus und Monty.